Herzlich willkommen zur LinkedIn-Show Nummer 37. In dieser Ausgabe begrüße ich einen ganz, ganz besonderen Gast. Wie viele, wie die meisten meiner Studiogäste hier in der Show, habe ich Herbert auf LinkedIn kennengelernt, bin sofort aufmerksam geworden auf die Dinge, die er postet. Herbert Sauruck ist nämlich Experte für Krisenprävention, ganz besonders spezialisiert auch in Sachen Elektrizitätsversorgung. Und wir haben uns unterhalten eben über seine Tätigkeiten, über seine Vorträge, über die Themen, mit denen er sich beschäftigt. Er ist auch Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge. Und ich sage mal so, für mich war das ein durchaus schockierendes Interview, weil man, wenn man sich mit den aktuellen Themen beschäftigt, wir sind jetzt alle durch die Corona-Krise natürlich noch ein bisschen in Schockstarre, dass ich es rausbringe, und haben halt jetzt bemerkt, dass so etwas sehr schnell passieren kann, dass die ganze Weltwirtschaft stillsteht. Und ein anderes Thema, dass wir unsere Infrastruktur in jeglicher Hinsicht, nicht nur für Internet, sondern auch für Wasserversorgung und alles andere eigentlich sehr, sehr kritisch ist, ist die Stromversorgung. Und da denkt man ja, dass wir in Österreich, in Europa ein sehr, sehr stabiles Stromnetz haben, dass es gerade mal Ausfälle von ein paar Stunden gibt. Aber ganz so trivial ist die Situation absolut nicht. Warum? Ausgerechnet jetzt, gerade als Nachwirkung der Corona-Krise, die europäischen Stromnetze ganz besonders vom Zusammenbruch gefährdet sind. Darüber unterhalten wir uns. Und ich denke, es ist ein sehr, sehr spannendes Interview für jede und jeden, die oder der sich mit dem Thema beschäftigt, wie, was kann ich selber tun. Für mich ist immer ein Riesenthema in solchen Fragen, wenn es keinen Strom gibt, ja, ein paar Tage ohne Essen, so be it. Was mir vielleicht nicht ansieht, aber Wasser ist natürlich immer sehr, sehr kritisch. Da hängen eine ganze Menge Dinge dran, und ich behaupte mal, wenn ihr euch dieses Gespräch mit Herbert anhört, dann wird das eure Meinung über Krisenprävention und über die Fragilität unseres Systems sehr, sehr beeinflussen. Also anders gesagt, heute ein recht untypisches Gespräch. Ich freue mich sehr, dass Herbert, der auch ein sehr regelmäßiger Gast im Fernsehen, in Talksendungen, war gerade bei Hanno Settel im ORF ist, sich die Zeit genommen hat, sich ausführlich mit mir zu unterhalten. Es ist ihm auch natürlich ein großes Anliegen, dieses Thema weiterzutragen. Ihr werdet gleich merken, warum es sich dabei um eine durchaus komplexe Sache handelt. Bevor wir zum Interview mit Herbert kommen, heute wieder dabei, fragt den Ricci, und zwar zum Thema, wie kann man auf LinkedIn das Vorschaubild aktualisieren. Kennt ihr vielleicht, wenn LinkedIn mal ein Vorschaubild eingelesen hat, dann bleibt das hartnäckig da stehen, und auch wenn man das Bild auf der Seite ändert, da gibt es aber ein Tool dafür und auch eine händische Methode. Und dann am Ende der Sendung natürlich wie immer, frag den Ricci. Aber natürlich, bevor es losgeht, wollen wir erstmal unser Studio ordentlich desinfizieren. Ihr wisst, Hitze tötet Corona-Bakterien ab. Unser Hausdrache Little Rico ist da in dieser Hinsicht sehr, sehr zuverlässig. Und ja, es freut mich sehr, dass ihr dabei seid. 37. Ausgabe. Und selbstverständlich freue ich mich ganz, ganz wahnsinnig, wenn ihr einen Kommentar schreibt, auch wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen möchtet. Und ich denke, spätestens zum Interview heute wird es einiges an Fragen geben. Aber damit nun direkt und without much further ado, wie Shakespeare zu sagen pflegte, zu Frag den Ricci. Irgendwie sitzt ihr da immer vorm Logo. Egal. Tja, die Vorschaubilder auf LinkedIn können eine recht lästige Sache sein. Weil, wie gesagt, die Sache ist ja die, wenn man einen Link teilt und den Link reinkopiert, dann liest LinkedIn beim ersten Mal die Vorschaudaten der Seite aus. Dazu gehört sowohl der Titel als auch eine kurze Beschreibung und eben auch das Vorschaubild, das dann angezeigt wird. Woher bezieht LinkedIn dieses Vorschaubild? Wenn der Seitenbetreiber ein OG-Image, das ist dieser Open Graph Standard, angegeben hat,
verwendet LinkedIn dieses Bild, sind diese OG-Tags nicht angegeben, dann wird einfach ein zufälliges Bild genommen, normalerweise das erste, das der Parser findet. Man sollte also auf jeden Fall diese OG-Tags verwenden, braucht man auch für Facebook und für die Twitter, für die Voranzeige. Aber wie gesagt, stell dir mal vor, du hast einen Beitrag veröffentlicht, hast ihn gepostet, änderst dann später das Vorschaubild, aber LinkedIn liest diesen Beitrag eben nicht neu ein. Und genau darauf bezieht sich auch die Frage von Jörg Roos. Die hat er via LinkedIn gestellt und ich denke, das ist ein Problem, das für mehrere lästig ist und wo man immer wieder mal drauf stößt, aber da gibt es eine mittlerweile ganz, ganz einfache Lösung dafür. Und zwar, kennt ihr vielleicht von Facebook, die haben schon länger ein ähnliches Tool. Es gibt inzwischen einen sogenannten Post-Inspektor. Den findet man unter linkedin.com/post-inspektor. Ich werde den Link dann auch gleich posten in den Kommentaren. Und der sieht so aus, man gibt diesem Post-Inspektor also eine URL. Top-Level-Domains liest er lustigerweise nicht ein. Also ich nehme hier einfach mal einen Beitrag von meinem Blog. Kopiert die URL hier rein, klickt auf Inspect und Inspektor Clouseau macht dann seine Arbeit und zeigt an, wie dieser Inhalt aussehen würde, wenn man ihn denn auf LinkedIn postet. Eben Bild und man bekommt dann auch die Informationen dazu, welche URL da eingetragen wird und eben welche Metadaten dahinterlegt sind. Also wie gesagt, relevant für LinkedIn der Title, Type, das Image, die Description und der Autor und auch das Publikationsdatum, wenn hinterlegt. Ändert man nun dieses Bild, kann man jederzeit dieses Tool verwenden und die URL neu durchlaufen lassen. Das führt dann auch dazu, dass LinkedIn diese Daten neu scraped, heißt das in der Fachsprache, also neu ausliest und dann eben auch entsprechend das neue Bild anzeigt. Das gilt dann übrigens auch rückwirkend für alte Postings. Also wenn ein solches Vorschaubild aktualisiert wird und ihr habt beispielsweise denselben Link schon mal vor 2 Monaten gepostet oder egal wann, dann aktualisiert auch bei diesem alten Posting LinkedIn das Vorschaubild. Diesen Post-Inspektor gibt es noch nicht allzu lange. Früher musste man das Ganze zu Fuß machen. Da gab es noch eine andere Methode und zwar einfach an die URL irgendein Fake-Argument anzuhängen. Ihr kennt das vielleicht, bei URL sieht man manchmal hinten so Fragezeichen, ID ist gleich Zahl. Das ist also diese Syntax, um URL-Argumente zu übergeben. Sprich, wenn ich an die URL ein Fragezeichen anhänge und irgendein Argument, zum Beispiel Fragezeichen LinkedIn Show ist gleich 1 oder Frosch ist gleich rot, dann behandelt LinkedIn diese URL auch als neuen Beitrag und liest dadurch auch die Scraping-Daten neu ein. Musste man bisher so machen, mittlerweile nimmt uns aber, wie gesagt, der brave Post-Inspektor diese Arbeit ab. Ja, und damit an dieser Stelle noch einmal der Hinweis darauf, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir sehr, sehr gerne jederzeit eine Nachricht auf LinkedIn schicken, beziehungsweise habe ich auch auf Datenschmutz ein Formular eingerichtet, leicht zu finden unter datenschmutz.net/LinkedIn-Show. Dort könnt ihr eure Fragen stellen, wahlweise mit Namen oder auch gerne anonym und ich werde sie hier in der nächsten oder in einer der kommenden LinkedIn-Shows beantworten. So viel also zu den Vorschaubildern, ein durchwegs typisches Thema für diese Sendung, die LinkedIn-Show. Manche behaupten, die beste B2B-Talkshow im deutschen Sprachraum, andere sagen, die einzige, wie dem auch sei, vom typischen Thema hin zum Krisenmanagement, zur Krisenvorsorge. Herbert Sauruck, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, hat sich mit mir ausführlich unterhalten über Infrastruktur, über Corona-Krise und die Folgen. Viel Vergnügen mit diesem, wie ich denke, wirklich sehr, sehr spannenden Gespräch. Hier kommt der erste Teil. Herzlich willkommen in der LinkedIn-Show. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Meistens habe ich hier Online-Experten. Du bist zwar sehr aktiv auf LinkedIn, aber dein Schwerpunkt ist nicht die digitale Kommunikation, sondern die Krisenvorsorge. Du bist, Und ich lese mal deinen LinkedIn-Titel vor, Experte für die Vorbereitung auf den Ausfall lebenswichtiger Infrastrukturen. Und auch Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge. Jetzt ist halt
Vorbereitung auf den Ausfall lebenswichtiger Infrastrukturen, das ist kein Job, den man an der FH so studiert. Ich habe gesehen, du bist österreichischer Bundeswehroffizier, beziehungsweise jetzt halt beurlaubt. Wie ist deine Karriere verlaufen? Wie bist du zu dem Thema gekommen, dich mit dieser Krisenvorsorge so intensiv auseinanderzusetzen? Seit ich schon in sehr jungen Jahren begonnen, ich bin mit 12 Jahren zur Freiwilligen Feuerwehr gegangen und daher schon der erste Einstieg im Jugendalter. Ich war dann im Bundesheer schon auch frühzeitig mit 14, wo ich das Militärgymnasium absolviert habe, dann im Bundesheer geblieben. Da habe ich Sanitätsausbildung gemacht, war dann 10 Jahre auch beim Roten Kreuz als Notfallsanitäter unterwegs, dann Berufsoffizier, bis 2012 im Cybersicherheitsbereich die längste Zeit. Und durch ein Studium, eher zufällig, bin ich dann auf das Thema Stromversorgung gestoßen. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, weil ich gesehen habe, da tut sich was, das nicht sehr positiv ist. Und gleichzeitig die Erfahrung, es interessiert eigentlich niemand. Und jetzt habe ich beschlossen, immer auszusteigen, das auf eigene Faust weiterzumachen. Und leider haben mir die letzten 8 Jahre recht gegeben, so wie die Entwicklungen laufen, war das dringend notwendig. Wir steuern hier auf eine viel größere Katastrophe als das, was wir gerade mit Corona erleben, zu. Was genau meinst du damit? Also man stellt sich vor, es gibt einen Stromausfall, dann haben wir ein gröberes Problem. Aber warum genau gröbere Katastrophe? Kommt da nicht irgendein Techniker und repariert es wieder in kurzer Zeit? Ganz, ganz, ganz naiv und extra blöd gefragt. So ist auch die Erfahrung und das stimmt ja auch in den meisten Fällen bei lokalen Stromausfällen. Ist irgendwo eine Leitung beschädigt oder sonst irgendein Problem aufgetreten und das ist innerhalb von Minuten oder wenigen Stunden meistens behoben. Ne? Aber das Thema, das mich beschäftigt, ist, was passiert, wenn auf europäischer Ebene, weil wir sind Teil eines europäischen Stromversorgungsverbundes, es zu einer Großstörung kommt und so wie die Entwicklungen die letzten 9 Jahre gelaufen sind und das, was in den nächsten 3 bis 5 Jahren geplant ist, gehe ich fix davon aus, dass wir das erleben werden. Wodurch könnte so eine Großstörung verursacht werden und was genau meinst du, was geplant wird? Geht es da um zu wenig Kapazität im Netz oder um okay? Die Ursache ist, meine Erwartung, Systemkollaps durch Komplexitätsüberlastung. Und Komplexität ist mein Thema auch, das mich begleitet, weil einfach zu viele Dinge sich ändern, aber nur teilweise in Teilbereichen. Ein großes Thema ist die Energiewende hin zur volatilen Erzeugung. Und dieses System funktioniert aber nur, wenn die Balance jederzeit passt, übereinstimmt. Und so wie wir heute die Situation gehabt haben am Nachmittag, da hat die Megawattstunde Strom, die normal 20 bis 50 Euro derzeit kostet, hat minus 80 gekostet. Das heißt, 80 Euro haben Großabnehmer bezahlt bekommen, dass sie den abnehmen, damit das System nicht kollabiert. Na. Ja. Also das, was wir gerade im Ölbereich jetzt auch verwundert wahrnehmen, ist im Stromversorgungssystem schon lange Realität. Aber warte mal, das heißt aber, wenn der Bedarf nicht da ist und quasi diese großen Strommengen nicht benutzt werden, was macht dann einer, der einen kauft? Der pumpt damit Wasser in einen Speicher wieder hoch oder verwendet es für Speicherkapazitäten? Das wäre der Idealfall. Nur reichen die Speicherkapazitäten nicht aus, um das abzufangen. Beziehungsweise die Leitungen sind auch nicht dafür ausgelegt, weil der Großteil des Stroms Überproduktion wird in Norddeutschland durch den Wind produziert und die Speicherkapazitäten oder die Verbraucher sind im Süden und dazwischen gibt es aber zu wenig Verbindungen, um das transportieren zu können. Das heißt, das muss dann abgeregelt werden. Das heißt, der Netzbetreiber sagt, die Sicherheit ist nicht mehr zu gewährleisten. Wir schalten die Kraftwerke jetzt ab. Das muss abgegolten werden. Und auf der anderen Seite wurde das ja eingekauft und wird woanders gebraucht. Und dann müssen andere Kraftwerke, kalorische Kraftwerke, Gaskraftwerke hochfahren, um das doch zu produzieren, was benötigt wird. Und das ist eine enorme Disbalance und Herausforderung auch, das technisch zu schaffen und kostet natürlich enorm viel Geld. Und nur um das ein bisschen zu verdeutlichen, wir haben 2011 in Österreich 2 Millionen Euro für solche Eingriffe aufgewandt und 2018 waren es 346 Millionen Euro. Also in 7 Jahren ein Faktor 173, um die Stabilität und die Sicherheit aufrechtzuerhalten. Und da ist keine Maßnahme für Infrastruktur dabei, sprich irgendein Kraftwerk oder Pumpspeicherkraftwerk zu bauen, sondern nur Akuteingriffe, Kraftwerke abschalten, zuschalten, damit das Ganze nicht passiert. Ohne nachhaltige Maßnahmen oder? Ohne nachhaltige Maßnahmen. Das ist nur Emergency.
Boah. Aber das heißt, wie wäre das Problem zu lösen durch eine sehr aufwendige und teure Infrastruktur, durch eine bessere Leitungsinfrastruktur und mehr Zwischenspeicherkapazitäten? Kommt da außer Wasserkraft überhaupt noch irgendwas in Frage? Die große Lösung wird derzeit als Leitungsausbau korportiert, ist sicher Teil der Lösung, aber nur Teil. Wenn kein Wind weht, muss der Strom auch irgendwo herkommen. Dieses System funktioniert nur, wenn permanente Balance zwischen Erzeugung und Verbrauch übereinstimmen, sonst kollabiert das. Und daher brauchen wir Speicherkapazitäten. Das Grundproblem ist, die Mengen, die wir heute verbrauchen, können wir technisch gar nicht speichern. Gibt es keine Lösung. Und das Effizienteste, das es derzeit gibt in Speichertechnologie, ist Pumpspeicherkraftwerke, also Umwandlung in kinetische Energie und dann wieder verstromen. Es gibt dann auch andere Lösungen, Batterie, elektrisch, aber das ist weit nicht so effizient. Und dann kommt auch noch Power to Gas als möglicher Lösungsansatz dazu. Das heißt, Umwandlungen mit, also Wasserstoff und dann Methan und ins Gasnetz einspeichern. Aber hier haben wir auch enorme Kosten, weil das ja ein Verlustgrad von 80% bedeutet. Von der Umwandlung bis zur Wiederverstromung. Ne? Also Und es ist sicher. die Speicherung auch relativ untrivial und mit aufwendiger Infrastruktur verbunden, oder? Genau, wir sind da in Pilotprojekten gerade und es ist zwar vielversprechend, aber das Problem ist, wir bräuchten es heute oder morgen und nicht erst in 10 Jahren oder in 20 Jahren. Das Also das. klingt für mich gar nicht gut, wenn du sagst, du gehst eigentlich davon aus, dass uns in den nächsten Jahren so etwas erwartet. Und wenn dieser Fall denn eintrete, von was für einem Zeitraum reden wir da überhaupt? Also ich Ja, meine, bis so etwas wieder behoben werden könnte. die Frage ist, von was reden wir? Ne? Vom Stromausfall, das ist noch trivial, du wirst schauen. Hier reden wir in Österreich von rund 24 Stunden. Es kann noch länger dauern, bis Österreich wieder mit Strom versorgt werden kann. Es wird punktuell früher möglich sein, vor allem im Westen, wo die Pumpspeicherkraftwerke sind. Aber bis wieder alles halbwegs stabil funktioniert, rund einen Tag zumindest. Auf europäischer Ebene sprechen wir von 6 Tagen. Das heißt, bis ganz Europa wieder mit Strom versorgt werden kann, rund eine Woche. Und dann ist der große Unsicherheitsfaktor die Phase 2. Der Strom funktioniert wieder, bis die Telekommunikationsversorgung wieder funktioniert. Also Handy, Internet, Festnetz. Warum? Weil die Stromnetzbetreiber bereiten sich auf dieses Szenario schon lange vor, trainieren das auch. Hier gibt es Erfahrungswerte zumindest, da kann man das abschätzen. Im Telekommunikationsbereich ist das nicht der Fall. Und hier hängt es auch von der Dauer des Stromausfalls ab. Es gibt eine Erfahrung aus lokalen Ausfällen, dass bis zu 30% Hardware-Schäden auftreten, wenn Systeme betroffen sind, die oft über Jahre schon 24/7 durchrennen. Betrifft Switches, Netzteile, Server, Festplatten und solche Dinge. Und wenn hier einfach wichtige Kettenglieder ausfallen, dann fährt das System nicht hoch. Und ohne Telekommunikationsversorgung gibt es weder eine Produktion noch eine Logistik noch Treibstoffversorgung. Das heißt, wir müssen erwarten, dass zumindest 1 bis 2 Wochen dauert, bis eine Versorgung wieder anläuft. Aber nicht das, was wir heute gewohnt sind und verfügbar haben. Und das ist das große Problem dabei, dass viel zu wenig betrachtet wird. Man schaut zwar auf den Stromausfall, auf diesen Sprint, diese kurze Zeit, aber übersieht eigentlich, dass das ein Marathon ist. Und zumindest über 2 Wochen einen Notbetrieb erfordert, damit wir überhaupt mal aus der Primärkrisenphase herauskommen. Das heißt aber, oder sagen wir anders gesagt, die Frage, die sich sicher viele gestellt haben, jetzt aufgrund der aktuellen Corona-Situation, inwieweit ist denn unsere Infrastrukturversorgung, Strom, Wasser und so eigentlich abhängig von menschlichen Eingriffen? Also wie automatisiert laufen die Systeme eigentlich? Also ich glaube, wir haben bei uns schon einen sehr hohen Automatisierungsgrad. Das ist aber gleichzeitig auf der einen Seite durchaus positiv für die Corona-Krise mit Erkrankungen, auf der anderen Seite aber auch die Gefahr, nicht? Weil wenn ich dann Störungen in diesem System habe und Personal brauche, um diese Störungen zu beheben, weil ein Switch nur die Konfiguration verloren hat, wie ich das auch schon erlebt habe, und das vielfach auftritt, dann habe ich ein Problem, das wieder hochzufahren. Und der sowohl als auch wie überall. Einerseits Vorteil, auf der anderen Seite kann das auch dann genau der Knackpunkt sein, warum das nicht geht. Ne? Jetzt ist es natürlich im privaten Bereich ja lästig, unangenehm, wenn man mal eine Zeit lang nicht telefonieren könnte oder so. Aber wie schaut es da mit den Sicherheitskräften?
wie schaut es dort aus? Gibt es da alternative Möglichkeiten, Funksysteme, die dann mit Akkus oder Generatoren betrieben werden können? Ja, es gibt grundsätzlich das Digitalfunksystem der Blaulichtorganisationen, das offiziell 24 Stunden weiter funktionieren soll. Zumindest 24 Stunden, in Teilen auch länger. Es gibt aber viele Techniker, die sagen, das ist sehr unwahrscheinlich, weil es sehr viele Querverbindungen zum normalen zivilen Netz gibt, weil zwar Funk die letzte Strecke passiert, aber dann die Verbindung zwischen Basisstation und Basisstation oft über Festnetzleitungen. Und wenn dieses System ausfällt, dann habe ich Unterbrechungen. Also es wird sicher länger funktionieren wie der Rest, aber ob das wirklich die volle Zeit hält, ist sehr fraglich. Und das andere Problem ist, es ist ein Sprachsystem. Das heißt, limitierte Informationsmenge, die ich übertragen kann. Und ich kann auf keinen Fall das, was ich im Alltag über verschiedenste breitbandige Kanäle abwickle, irgendwie organisieren. Das heißt, es ist zwar besser als nichts, aber wird nicht die Lösung im großen Stil sein. Und wenn man das jetzt aber durchdenkt, wenn das ein längerer Zeitraum wäre, dann gibt es natürlich auch keinerlei Möglichkeiten mehr, die Bevölkerung zu informieren, denke ich mal, oder? Außer jemand Ja. hat ein Radio mit Batterien zu Hause und es gibt einen Sender, der damit, aber wie viele Leute haben das jetzt wirklich griffbereit? Also ein wichtiges Stichwort, das wichtigste Informationsmedium ist das Radio. Das wird in Österreich auch zumindest 72 Stunden weitersenden können. Also der ORF ist soweit aufgestellt. Da gibt es Backup-Systeme, Generatoren oder was auch Genau, immer. Ja. genau. Also das sollte funktionieren und das, was bei den Menschen meistens vergessen wird, Batterieradio haben wir meistens keins mehr. Aber Autoradio ist auch ein Batterieradio. Da muss man halt ins Auto setzen. Oder Smartphones, zumindest die ältere Generation, wo ich noch einen Kopfhörer anstecken kann, weil das ist dann die Antenne, haben meistens auch noch ein FM-Radio drauf. Das muss ich einfach mal ausprobieren. Also Das Radio stimmt, ja. ist ein ganz wichtiges Instrument und diese Endgeräte sind durchaus da, nur denkt man meistens nicht dran. Autoradio wäre mir jetzt auch nicht eingefallen, aber da sind wir gleich beim guten Thema, weil diese Infrastruktur und die Vorhersage, das ist ja letztendlich eine Sache der Infrastrukturplanung von Politikern, die du dann auch berätst, aber was am anderen Ende, was ist mit dem Endverbrauch, mit dem Konsumenten, kann ich da überhaupt sinnvoll irgendwas tun? Batterien einlagern wird keinen Sinn machen, abseits vom Radio, aber gibt es da Maßnahmen, die ihr auch als Gesellschaft für Krisenvorsorge empfiehlt? Ganz, ganz wichtig, jeder Einzelne ist gefordert, weil nachdem eben die Telekommunikationsversorgung und die Stromversorgung rund eine Woche dauert, bis das wieder beides verfügbar ist, gibt es bis dorthin keine Produktion, keine Logistik und keine Treibstoffversorgung. Das heißt, ich kann nichts einkaufen und alles, was ich nicht jetzt vorsorge und zu Hause habe, um 2 Wochen gut über die Runden kommen zu können, das betrifft ein paar Tage Wasser, sollte man auch immer haben. Weil die Wasserversorgung könnte auch betroffen sein, sollte nicht, aber es ist nicht ganz klar. Dann Lebensmittel, was brauche ich, um 2 Wochen über die Runden zu kommen? Dann Medikamente, wenn ich bestimmte Bedürfnisse habe. Und dann geht es auch, habe ich Haustiere, habe ich Kleinkinder, habe ich natürlich andere Bedürfnisse auch noch. Also einfach zu überlegen, was würde ich auf einen Campingurlaub mitnehmen, wenn ich nicht einkaufen kann. Und das, wenn ich das habe, dann kann ich, glaube ich, ganz gut über die Runden kommen. Und das andere ist, wir müssen es gemeinsam schaffen. Wenn sich jeder auf sich zurückzieht, in seine Wohnung, in sein Haus, dann wird das nicht funktionieren. Wir müssen versuchen, uns gegenseitig zu helfen. Es gibt genug Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, wo niemand kommen kann. Und daher ist es so wichtig, auch die Nachbarschaftshilfe. Und wenn das nicht da ist, diese Basis, die das alles trägt, dann kann ich oben auch nichts aufsetzen. Weil das große Problem ist auch bei den Einsatzorganisationen, weil das Personal diese Organisationen auch oder auch Unternehmen ist meistens nicht besser als der Rest der Gesellschaft aufgestellt. Und da wissen wir aus Untersuchungen, dass rund ein Drittel maximal 4 Tage, 2 Drittel maximal 7 Tage sich selbst versorgen können. Das heißt, wir haben die Situation, wenn die Versorgung wieder hoffentlich anläuft, dass 2 Drittel der Menschen schon nichts mehr zu Hause haben oder schon mehrere Tage nichts mehr zum Essen haben. Es verhungert niemand, aber es macht auch nicht unbedingt klüger und zu positiven Aktionen, ne? Und die größte Gefahr, die dabei mitschwingt, ist, natürlich gibt es noch was im Supermarkt oder in irgendwelchen Läden, das ja noch da ist, hoffentlich. Und wenn dann solche Einrichtungen zerstört werden aus der Verzweiflung, dann würde das bedeuten, dass ich dort noch länger keine Versorgung hinbekomme, weil ich das zuerst reparieren muss. Und das würde das nochmal verschärfen, die ganze Krise. Und das ist also so wichtig, dass wir diese Eigenvorsorge treffen, damit wir eine Chance haben,
das wieder auf die Welt zu kriegen. Ja, also das mit den Leben, und sollte man auch dazu sagen, es reicht nicht, dann Dinge zu kochen und einzufrieren. Tiefkühler ist dann auch nicht hilfreich in der Situation. Was mir persönlich immer dann beunruhigt, wenn du jetzt sprichst von einer Woche, wir haben, zum Beispiel, wir haben zwei Hunde und sind zu zweit, Lebensmittel, ja, das ist nicht so tragisch, das kann man sich ja, aber Wasser, wie viel Wasser brauche ich für zwei Menschen für eine Woche? Ganz schön viel, oder? Ja, man spricht also nur zum Trinken oder noch ein bisschen Trinken, kochen, genau. Ja. 2 Liter pro Person und Tag. Das heißt, das da hätte schon. 4 Liter am Tag, in einer Woche, da müsste man eigentlich schon 28 Liter Wasser Ja. nach Hause stellen. Ja, das sind ein paar Tragelatt, das geht sich schon aus. Dann. Ja, aber es hilft, oder nicht, damit, es hilft nichts, an 2 Liter Mineralwasser irgendwo hinzustellen, weil es wird dann zu wenig sein, wenn es einen längeren Ausfall gibt. Es wird wenig, zu wenig sein. Oder? Es gibt dann die Möglichkeit, Wasserfiltersystem zu verwenden, muss ich natürlich halt nur am Brauchwasser kommen. Oder Wasser oder abkochen. Kanal geht dann auch mit so einem Filtersystem, wenn es sein muss. Nicht, ja. Also es gibt da schon Möglichkeiten, oder dass ich Behältnisse, Kübel oder Wassersäcke verfügbar habe, wenn es eintritt, dass ich noch irgendwo Wasser organisiere, und dann habe ich andere Möglichkeiten. Wenn ich sage, ich habe keinen Platz, was auch gibt. Oder dass ich die Möglichkeit habe, es wird nicht so sein, dass es nirgends ein Wasser gibt, sondern nur höher gelegenen Gebiete oder im Hochhaus wird es wahrscheinlich ausfallen, aber im Erdgeschoss gibt es vielleicht noch eins oder auf der Straße aus, und dann kann ich das dort halt holen. Ne? Durch Das den ist halt normalen wichtig. Leitungsdruck, wenn quasi die elektrische Pumpunterstützung wegfallen würde, dass man, ja. Es ist schon erstaunlich, welche vielfältigen Abhängigkeiten, Interdependenzen es in diesen Systemen gibt. Eben eine Frage des Komplexitätsgrads. Und wie so oft, wenn man genauer hinschaut, dann sieht man eigentlich erst, wie schwierig diese Thematik ist und wie viel da wirklich wechselseitig voneinander abhängt. Für mich ein geradezu augenöffnendes Interview, möchte ich sagen. Auch der zweite und der dritte Teil sind sehr, sehr spannend. Und ja, in einem Punkt hat Herbert garantiert recht. Ich glaube, das merken wir auch alle, dass diese Corona-Krise oder diese Pandemie uns wachrüttelt. Wir haben mittlerweile schon viele Memes und viele, die sich lustig gemacht haben über die Klopapier-Panikkäufe. Nicht die allerwichtigste Ressource in der Krise. Aber zugleich sieht man auch, wenn ihr euch mal die Amazon-Verkaufsstatistiken oder einschlägige Shops anschaut, dass es in den letzten Wochen, eben seit den Corona-Maßnahmen schon, einen ganz gigantischen Boom an typischer Überlebensausrüstung gegeben hat. Also Wasserfilter und diese Dinge. Ja, Prepper sind da in dieser Hinsicht sehr gut ausgestattet. Und auf einmal erscheint das gar nicht mehr so skurril, sich auf solche Katastrophenfälle vorzubereiten. Falls ihr das nicht kennt, Prepper, das sind eben Leute, die sich vorbereiten auf den Worst Case. Kann man auch sagen, dass das fast eine Art Hobby ist. Die probieren dann auch mal das Überleben aus, ein paar Tage im Wald. Haben neben den Regenmänteln Strahlenschutzanzüge zu Hause im Schrank. Vielleicht gar nicht die schlechteste Idee. Herzlich willkommen und danke fürs Dabeisein an dieser Stelle an Katja, Martin und Daniel. Liebe Grüße an Facebook, unsere Facebook-Zuseher. Fein, dass ihr dabei seid. Aim, Helena, Jacqueline, Silvia, Helena, einmal Elena, einmal Helena, Begonia und Jürgen. Und liebe Grüße nach Belgrad. Hallo Iris. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr, oder anders gesagt, was geht euch so durch den Kopf? Oder seid ihr ausgerüstet? Was würdet ihr machen, wenn die Wasserversorgung mal ausfällt? Mineralwasser einlagern? Habt ihr einen Wasserfilter? Kennt ihr einen geheimen See? Wirklich recht beunruhigende Probleme. Und ohne allzu viel zu spoilern, kann ich euch jetzt schon verraten, es wird im zweiten Teil des Interviews mit Herbert Sauruck nicht wirklich beruhigender. Für alle von Dreisat später eingestiegenen Zuseher, ihr seht die LinkedIn-Show Nummer 37. Mein Gast heute, Herbert Sauruck, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge und Experte für Stromversorgung, Infrastruktur, Krisenversorgung in dieser Hinsicht. Oh, Martin, stimmt, einmal muss man mich anschauen, wenn ich schon eine eigene Show mache. Nicht nur einmal, jeden Donnerstag um 16 Uhr muss man mich anschauen. Und damit zum zweiten Teil des Interviews mit Herbert Sauruck.
dein Spezialgebiet ist natürlich die Infrastruktur, Elektrizität in erster Linie. Aber was sagst du als Krisenpräventionsexperte dazu, soweit man das jetzt mittendrin überhaupt sagen kann, wie die Corona-Krise bisher abgelaufen ist, aus Katastrophenschutzsicht oder aus Krisenmanagementsicht? Ja, es ist noch zu früh, weil wir noch nicht wissen, wo das Ende ist. Aber es war zu Anfang, war man natürlich zu spät, weil wir das auch ignoriert haben. Dann war zuerst sehr viel PR-Kommunikation statt Krisenkommunikation. Es hat sich doch deutlich verbessert. Das, was mir ein bisschen abgeht, ist die Transparenz in den Entscheidungen. Welche Informationen fließen hier ein? Haben jetzt nur gewisse Experten, Virologen, das sagen oder versucht man das doch ganzheitlich anzugehen? Und das ist nach wie vor ein bisschen undurchsichtig. Ne? Aber ich glaube, wenn man im internationalen Vergleich schaut, sind wir ganz gut mal durch die Krise gekommen. Wobei meine Einschätzung ist, wir sind noch nicht richtig in der Krise oder durch die Krise. Ne? Also, dass weitere Welle daherkommt, wenn wir diese Woche schon sehen, ob die Zahlen wieder steigen. Oder das, was alles losgetreten wurde im wirtschaftlichen Bereich, glaube ich, das wird uns noch sehr intensiv beschäftigen und Garantiert. viele andere Bereiche dann auch noch mit. Ein bisschen im Stromversorgungssystem, weil jetzt der Verbrauch so gesunken ist, dass die Instabilität jetzt natürlich deutlich gestiegen ist mit den negativen Preisen als Indikator und die Gefahr, dass das noch dazu kommt. Also Ach das ist so, eine das reale könnte Gefahr. im schlimmsten Fall eine Folge sogar davon sein. Genau, ja. Und kurzfristig kann man da jetzt aber nicht wirklich viel tun, oder? Außer hoffen, dass das dann. Man könnte schon, ist regulatorisch nicht vorgesehen, man müsste einfach sagen, wir müssen mehr Erneuerbare rechtzeitig Absagen. abdrosseln, aus dem Netz nehmen, damit die Stabilität weiter funktioniert. Und das Problem ist, die großen Kraftwerke haben auch eine stabilisierende Wirkung. Die radierenden Massen, die Generatoren stabilisieren das System. Und wenn ich jetzt aber die aus dem Markt dränge, durch zu wenig Verbrauch, habe ich nur mehr fluktuierende Erzeuger, die das System aber nicht stabilisieren können. Und dann kann irgendeine Kleinigkeit ausreichen, um das Ganze zum Kollabieren zu bringen. Das heißt, es ist zwar nett, wenn das Burgenland sagt, wir sind energieautark und haben überall die Windmühlen, aber da sind andere Infrastrukturprobleme dahinter, von denen man, auch wenn man so als umweltengagierter Mensch, der sagt, super, wenn wir das haben, aber da steckt viel mehr dahinter in Wahrheit. Genau. Das Finde ich Problem brutal. ist, genau mit der Burgenland-Aussage oder auch in Deutschland jetzt gerade aktuell, wir erzeugen so viel wie noch nie. Wir haben gestern und heute neue Spitzenwerte erreicht, erneuerbare Energien. Aber es hilft nichts, wenn ich übers Jahr gerechnet autark bin. Ich muss zu jedem Augenblick autark sein, damit das technisch funktioniert. Und das ist das meine Erkenntnis, dass in vielen politischen Bereichen sowieso nicht, aber auch in vielen anderen Bereichen diese Zusammenhänge nicht bekannt sind. Hier eben Aussagen getroffen werden, Entscheidungen getroffen werden, die wieder der Physik sind. Und daher wird die Physik einfach sagen, jetzt nicht mehr und es ist aus. Und alle werden verwundert aufwachen und sich fragen, wie konnte das passieren? Das ist jetzt ganz simpel gesagt, in der Früh, wenn die Leute aufstehen, in die Arbeit gehen, sich Kaffee machen, alles einschalten, dann hat man schon mal eine Lastspitze im Netz, da geht es rauf. Das ist das kann nicht durchgehend gleich sein, weil, okay, man kann vielleicht ein bisschen was. Ja. Das Das heißt ist aber, hast du das am Abend mitbekommen? ist mir. Ja, am Abend, dann, ja. Ja, 19, 20 Uhr ist meistens die Spitze, dann die wirkliche Tagesspitze. Ich bin ja in der Jury von der NetID und da kriegen wir oft auch so Konzepte, die sich mit Distributed Energy und so weiter befassen. Und da gibt es ja einige Ideen in Kombination mit Elektromobilität, was jetzt sicherlich noch alles sehr früh ist. Aber kurz gesagt, du weißt, dass man halt die Batterien dieser Autos als Speicher nutzt, aber das ist viel zu wenig von der Gesamtkapazität, oder? Auf absehbare Zeit. Das ist von der Gesamtkapazität und auch absehbar Mickey-Maus-Maßstab. Aber es ist trotzdem Teil der Lösung. Es geht um dezentrale Energiezellen, also dezentrale funktionale Einheiten, wo ich Verbrauch, Erzeugung, Speicherung ausgleiche und nicht so wie es heute ist, das Problem von der niedrigsten Ebene in die höchste Ebene hinaufschiebe und so das hin und her schwingt. Das ist irgendwann absehbar technisch nicht mehr beherrschbar. Wenn ich eine zelluläre Struktur aus der Natur abgeschaut schaffe, dann schaffe ich eine Gesamtrobustheit. Wenn irgendwann Störung auftritt, dann breitet sich das durchs ganze System, wie es heute möglich wäre, aus, sondern ich kann das eingrenzen, kann rasch Hilfe zuführen und das beheben. Aber heute haben wir vor allem betriebswirtschaftlich getriggert, ein Großsystem, wo es keine Rückfallebene oder kaum mehr Rückfallebenen gibt, weil das ist ein totes Kapital.
Und das führt genau zu dieser Problemstellung, wo wir sind. Also es sind viele Aspekte, die zusammenspielen, erneuerbare. Das ist die betriebswirtschaftliche Betrachtung, die Marktoptimierung, noch ein paar Aspekte, die da zusammenfließen, bis hin zu Cyber, also alles miteinander vernetzen, aber gleichzeitig schafft man die Probleme aus dem Cyber dann auch in dieses System und damit wird es auch anfälliger. Was sich aber mit zellulären Strukturen wieder beherrschbar machen kann. Aber das klingt alles so, als wäre da schon noch ein großes Stück Arbeit vor uns, damit das Energiesystem. Okay, jetzt. Langsam, ja. Langsam wird mir die Tragweite des Problems einigermaßen klarer. Sehr, sehr komplexe Sache und sicherlich auch nicht leicht zu kommunizieren. Aber wie schaut es in deiner Arbeit aus? Wirst du da als Experte beigezogen bei solchen Entscheidungen? Das ist nämlich der nächste Punkt, was ich dich fragen wollte. Sowieso in deiner Funktion als Präsident der Gesellschaft für Krisenvorsorge, aber auch als Selbstständiger. Du nutzt digitale Medien, du nutzt auch LinkedIn. Wie kommuniziert man solche Themen? Das ist nicht so leicht, denke ich, oder? Ja, nachdem ich es mittlerweile sehr lange mache, bin ich auch dazu bekannt. Ich bin in Deutschland, Österreich und auch in der Schweiz unterwegs und vor allem auf Großveranstaltungen, Vorträge und halt immer das Thema zu transportieren. Ich versuche auch sehr viel zu schreiben auf unterschiedlichen Medien, eben auch auf LinkedIn, um einfach das Thema mal bewusst zu machen. Das, die meisten Menschen kennen das nicht, weil der Strom kommt verlässlich aus der Steckdose, so wie die restliche Versorgung auch verlässlich eigentlich da ist. Und jetzt haben wir in den letzten Wochen erstmals gesehen, es kann auch einmal nicht so sein. Ne? Und der ist das natürlich eine Möglichkeit, die sehr hilfreich ist, weil ich sehr unterschiedliche Netzwerke ansprechen kann, dann auch wieder Leute kennenlerne und damit auch eine, ja, ein Transfer möglich wird, eine Vernetzung besser möglich wird. Und das ist auch das Know-how, das war auch ohne Internet wäre das nicht möglich gewesen, weil mein Wissen stammt großteils aus öffentlichen Quellen. Man muss die Dinge nur zusammenführen, dann auch wieder gegenchecken und so weiter. Und das ist halt sehr einfach heute oder relativ einfach möglich, weil sehr viel verfügbar ist. Ne? Natürlich gibt es dann noch zusätzliche Kontakte oder auch Menschen, die mich dann aufgrund meiner Aktivitäten kontaktieren und bestätigen oder das nur mit Details anreichern. Und daher sind diese Netzwerke natürlich sehr hilfreich dabei. Ja. Wobei wir Menschen ja schon dazu neigen, tendenziell zu sagen, genauso wie du es vorher formuliert hast, der Strom kommt aus der Steckdose, das wird schon so sein, da mache ich mir keine großen Sorgen drüber. Also da geht es viel um Aufklärungsarbeit. Ja, und es kommt noch Psychologie dazu, dass wir negative Nachrichten eher verwerfen. Und das kann schon nicht so sein und das muss ja anders sein und das stört jetzt sowieso unser anderes Wohlfühldasein. Und das ist das große Problem in Mitteleuropa, weil wir eine so hohe Versorgungssicherheit haben und kaum mehr Rückfallebenen haben, wird es uns so heftiger erwischen. Ne? Weil solche Ereignisse gibt es durchaus auf der Welt immer wieder. Letztes Jahr mehrfach in Südamerika, auch in Nordamerika gibt es immer wieder, New wo Hurricanes durchgefahren. Haben Sie ja schon. New York auch, ja. Genau, 2012 das letzte Mal. Aber dort ist man das gewohnt, weil es immer wieder Extremsituationen gibt. Manchmal halt ein bisschen heftig, aber auch im Kleinen schon. Und eher sind die Menschen und Organisationen darauf vorbereitet. Und das ist, was uns fehlt. Und das ist, was unsere Achillesferse ist, als mitteleuropäische Gesellschaft insbesondere. Damit man dann nicht als Schaden erst was lernt, sondern idealerweise das vorher. Machen wir grundsätzlich so, sind wir so eigentlich sozialisiert und evolutionär weitergekommen. Nur jetzt haben wir so ein Großsystem geschaffen, wo es keinen Test zulässt. Wenn das passiert, der Schaden ist so immens. Wir gehen wahrscheinlich in die Billionen an nur wirtschaftlichen Schäden und geschweige denn, was da sonst alles dann dazukommt. Wie lange es dauert, es wieder in irgendeiner Richtung zu stabilisieren. Ne? Ja, ja. Wow, naja, das heißt, es kommen nicht gerade einfache Zeiten auf uns zu, Corona und die wirtschaftlichen Folgen, die man sowieso noch nicht abschätzen kann, ja. sind nicht das Einzige. Bist du eigentlich, das ist auch eine Frage, die mich sehr interessiert, bist du Optimist persönlich oder wenn man sich mehr damit beschäftigt, neigt man dann dazu, auch unruhiger zu schlafen? Nein, also ich schlafe nicht unruhiger. Ich muss eine gewisse Schutzschicht haben. Klar, gewisserweise bin ich trotzdem Optimist, weil sonst müsste ich mich schon eingraben. Ne? Ja. Mich treibt halt an, trotzdem versuchen aufzuklären, Menschen zu überzeugen, damit wir eine Chance haben. Wenn wir sagen, einfach, es ist alles aus, ist sowieso schon verloren. Ne?
Aber so haben wir zumindest die Möglichkeit, noch den einen oder anderen Schritt zu setzen und vielleicht die eine oder andere Aktivität, die das Ganze hinauszögert. Und das ist durchaus immer wieder auch von offiziellen Stellen die Rückmeldung, wäre ich nicht so hartnäckig seit Jahren dahinter, wären viele Aktivitäten noch nicht gesetzt worden. Ja. Ja. Und ja, das ist dann doch wieder positiv. Ja. Also das könnte eine der positiven, unter Anführungszeichen, nachhaltigen Auswirkungen von Corona auch sein, dass man vielleicht mehr versucht, sich darauf vorzuziehen. Obwohl es ist ja, das Problem ist immer auch das Unerwartete, es ist immer schwierig. Andererseits hat der Bill Gates ja vor 5 oder 6 Jahren, selbst damals habe ich diese Warnung davor. Ja. Ich habe es in jedem meiner Vorträge auch schon angeführt, Pandemie als ähnliches Szenario. Ja. War für mich jetzt auch überraschend, aber trotzdem, es ist auch ein solches Szenario, das seit Jahren eigentlich auf der Agenda ist und eigentlich gesagt mit 100% Eintrittswahrscheinlichkeit, wo man uns halt immer weggeschoben hat. Ja. Und Pandemie war noch schwerer greifbar wie Blackout. Bei Blackout war es jeder, sofort bin ich dabei. Eine Pandemie, es wird schon die anderen treffen. Ne? Ja, ja, und dann noch in China, die Berichte, wochenlang, die haben das alles abgeregelt und so arg und ja, wird schon passen. Aber was, also du hast sicher mitbekommen von der Uniklinik Innsbruck, oder? Diese Geschichte mit den Tauchern, die geheilt sind, das macht mich persönlich eigentlich besonders unrund. Also mich wundert es, dass das sonst nirgendwo noch festgestellt worden ist. Aber, es gibt es auch? Gibt's schon? Es gibt schon mehrere Meldungen eben von solchen Schäden. Das, was eben beunruhigend ist, dass man keine Obduktionen durchführt und keine Begleitstudien versucht herauszufinden, ist Kontaktübertragung ein Thema oder nicht? Eigentlich derzeit, oder es wäre daraufhin kaum ein Thema, ja, brauche ich gewisse Maßnahmen nicht setzen. Ne? Mhm. Das nicht. Und das fällt einfach das laufende Mitlernen, auch wenn wir jetzt mal unvorbereitet hineingestolpert sind, entschuldigt das nicht, dass wir weiter unvorbereitet oder nicht versuchen, Breites zu betrachten. Und das ist schon wirklich ein kritisches Thema. Und vor allem, wenn ich sage, wenn ich auch leichten Verlauf habe und auf einmal habe ich dann einen schweren Schaden. Und ist auch eine heftige Sache. Ne? Tendenziell ja nur sehr Menschen mit einer recht guten Lungenkapazität und einer trainierten Lunge. Warum zum Geier werden keine Obduktionen durchgeführt? Ja, anscheinend ist die Ausrede, damit man sie, also damit die Ärzte, die das machen, sich nicht gefährden. Also dass sie infiziert werden und so. Also es ist so ein Ausreden eigentlich auch. Und es wäre also wichtig, eben festzustellen, oder auch die Tauchergeschichte oder andere Aussagen, die es dazu gibt, mit schweren Schäden Hirn oder auch Herzgefäße, sind das Einzelfälle oder ist das doch breiter? Ne? Weil Einzelfälle, wir kommen nicht ohne Schaden aus dieser Pandemie heraus, das ist mal fix. Und meine Sorge ist immer eben aus der Komplexitätssicht, dass wir zu sehr auf das Primäreignis schauen und die Sekundärfolgen und Schäden nicht betrachten und die aber immer viel größer sind. Das klassische Beispiel ist 9-11, wo im Folgejahr dann 1500 Menschen mehr durch Autoverkehr in den USA gestorben sind, weil sie nicht mehr im Flieger eingestiegen sind. Ah, durch die dadurch ausgelöste Flugangst oder dass ich das nicht holen könnte. Genau. Oder auch die Kriege im Irak und Afghanistan, wo eine Folge, wo es viel mehr Menschenleben gekostet hat. Und die Frage ist, wie schauen wir drauf? Schauen wir nur hier als kleine Gesellschaft unseren Bereich, wir versterben da und schauen da, oder wo, welche Folgewirkungen werden in anderen Weltregionen durch den wirtschaftlichen Shutdown ausgelöst und wie viele Menschen sterben dort? Auf der einen Seite sagen wir bei uns, jedes Menschenleben zählt gleich viel, auf der anderen Seite ignorieren wir völlig, was man eigentlich auslösen hat. Ne? Ja. Stimmt, das alles ist nicht wirklich beruhigend und ich denke, man muss auch gar kein Profiler sein, um mir teilweise wirklich den Schock geradezu im Gesicht anzusehen. Ja, je mehr man über die Fragilität der Infrastruktur weiß, desto beunruhigender. Und was mir auch überhaupt nicht klar war, sind eben diese Zusammenhänge aus Stromverbrauch bzw. aus mangelndem Stromverbrauch und die daraus resultierenden oder möglicherweise resultierenden Netzinstabilitäten. Natürlich ist der Stromverbrauch derzeit auf einem historischen Tiefstand, bedingt durch Corona, bedingt durch, also anders gesagt, der Mehrstromverbrauch in den privaten Haushalten durch Homeoffice, durch Computer, die rennen, der kompensiert natürlich in keinster Weise den gesunkenen Verbrauch durch Produktionsausfälle, geschlossene Betriebe und so weiter. Also wirklich ein ausgesprochen spannendes, aber ein ebenso spannendes wie beunruhigendes Thema.
Damit herzlich willkommen, Volker, hallo Patrick. Ihr glaubt, Digitalisierung ist im Homeoffice sitzen und Zoom-Calls haben? Nein, nein. Digitalisierung bedeutet, einen Livestream im Homeoffice zu machen und währenddessen mit der Gattin im Wohnzimmer zu chatten. Hallo Astrid. Ja, verrückte Zeiten. Wir sind ja zum Glück verheiratet und daher nicht isoliert, aber wir können uns eigentlich so gesehen nur die Daumen drücken, dass das Ganze jetzt so weit an uns vorübergeht. Wie sich das wirklich weiterentwickelt, da sind ja viele Experten sehr, sehr skeptisch. Herbert und ich im Übrigen auch. Bevor ich zum dritten Teil des Interviews komme, noch eine kleine Ankündigung. In den Status-Updates der Woche habe ich heute zwei ganz, ganz besondere Schmankerl für euch. You are going to like. Und es gibt eine spezielle Aktion heute bei der LinkedIn-Show. Für jedes Like, egal ob Thumbs up, Herzchen oder Insightful, whatever, bekommt ihr einen Karma-Punkt vom Universum geschenkt. Danke fürs Dabeisein und damit zum dritten und kürzesten Teil des Interviews mit Herbert Sauruck. Und ich denke, das ist eine gute Grundlage, um mal die eigenen Strategien in Notsituationen zu überdenken. Komplexitätstheorie ist natürlich ein Instrument, das versucht, solche Dinge überhaupt in den Griff zu analysieren oder zu kriegen. Es gibt in der Populärliteratur immer mit der Chaos-Theorie das Beispiel mit dem Schmetterling, dessen Flügelschlag dann den Orkan auslöst. Kann die Komplexitätstheorie Ansatzpunkte liefern, worauf man besser schauen sollte oder auch schauen sollte? Definitiv. Also das ist so mein Zugang auch, mal zu verstehen, was bedeutet Komplexität. Eben kleine Ursache, große Wirkung. Dynamik, steigende Dynamik, zeitverzögerte Wirkung, das ist auch so ein wichtiger Aspekt. Und wenn ich mir mal dem bewusst bin, dann kann ich schon anders umgehen und verwende nicht die alten Lösungen, die im Maschinenbereich, linearen Denken erfolgreich waren in komplexen Systemen. Und das Grundproblem ist hier, dass das in der Ausbildung nicht irgendwie abgebildet ist. Ich unterrichte im Technikum und dort auch habe ich mehr Jahre ein Freifach gehabt, Vernetzung und Komplexität. Und dann war auch so eine Rückmeldung, ja, warum ist das nicht Teil der regulären Ausbildung, weil das sollte eigentlich jeder wissen, zumindest in den Basisdingen. Und das ist halt nirgends abgebildet, auch in anderen Ausbildungseinrichtungen das Gleiche. Und wenn wir nicht verstehen, was wir machen eigentlich, also der Techniker glaubt, er macht ein kleines Gerät, steckt ein Kabel an, verbindet es mit dem Internet und sieht aber nur sein kleines Gerät, aber welche Auswirkungen damit verbunden sind, das ist nicht bewusst. Ne? Und das ist, glaube ich, der Kernpunkt des Ganzen. Wenn wir nicht verstehen, was Komplexität bedeutet und was Vernetzung mehr Komplexität schafft und welche Nebenwirkungen damit möglicherweise verbunden sind, dann werden wir wahrscheinlich die harte Tour nehmen müssen mit Schaden lernen. Ne? Und ja. Das ist hier nicht angebracht. Ja, aber was es schwierig macht natürlich, denke ich, in so einem Pandemiefall, es gibt keinerlei Parallelfälle vor frühere Fälle, aus denen man lernen könnte, oder? Ich meine, ja, beste Bedingungen, Leute, okay. Das waren andere Voraussetzungen und sehr andere Situation, oder? Ja, es ist schwierig, weil es eben keine Vergleichswerte gibt, wobei es stimmt ja nicht ganz. Ne? Es gab Studien, auch in Englisch publiziert, schon jetzt im Jänner und zuvor, wie sich dieses Virus verhalten könnte. Es gab in Deutschland eine Studie 2012-13 dann herausgekommen aus dem Krisenmanagement, was würde sowas bedeuten? Wir haben es nur ignoriert. Also es ist nicht so, dass es ist so wie im technischen Bereich oder in meinem Bereich Blackout. Es fehlt nicht am Wissen und es fehlt auch nicht an der Technik, um das besser zu machen, sondern es fehlt an der Umsetzung. Die Energiezellen sind natürlich nicht so effizient wie das großtechnische System. Aber wenn es in die Hosen geht, ist der Schaden immens und daher kann er das nicht so vergleichen. Ja. Und daher geht es wieder Komplexitätswissen, diesen Zugang, auch im Risikomanagement, dass ich diese Dinge nicht mehr mit dem bisher erfolgreichen Risikomanagement-Tools bewerten kann. No Probability, High Impact Ereignisse. Also sehr seltene Ereignisse mit extremen Auswirkungen. Wir machen das aber. Black Swan in der Wirtschaft. Black Swan, genau, ja. Eine Frage, die möchte ich dir jetzt unbedingt noch stellen. Ich denke, es gibt keine Antwort drauf, aber es ist etwas, das mich sehr beschäftigt. Wir hatten in den letzten Jahren SARS, Schweinegrippe, Vogelgrippe, Rinderwahn.
vordergründig ähnliche Situationen. Warum die drastischen Maßnahmen und Reaktionen bei Covid-19? Das ist etwas, das in Relation zu den anderen Sachen, das wie man noch sehr weil sie, das anders entwickelt hat. Die anderen Sachen waren dann doch irgendwie lokal eingrenzbar. Zwar auch tödlich, aber es hat sich nicht so schnell ausbreitet. Und das war jetzt, es breitet sich rasch aus. Und wenn man das nicht irgendwie unterbricht, und das ist vor allem die Reisebewegung hätte unterbrochen werden müssen, damit das nicht so großflächig ausbreitet. Und man hat es in Österreich auch gesehen. Wohl aber aus Ischgl, die dann auf ganz Österreich und ganz Europa verteilt wurden, eigentlich nicht mit Ausreisemanagement. Das war echt der Fehler. Wenn man dort gleich gesagt hat, wir sehen hier eine Infektion, wir müssen das jetzt eindämmen, wir müssen jetzt dort bleiben, dann hätte man das kontaminieren, in einen Container packen können. Aber so hat man es überhin verbreitet und dann ist aus dem Ruder gelaufen. Und dann war die einzige Chance zu sagen, alles stopp. Ja. Und jetzt ist halt die Schwierigkeit, da wieder rauszukommen. Und das wird sich ja zeigen, in den nächsten Tagen steigen die Infektionszahlen wieder durch die Osterlockerungen oder bleibt es. Das ist halt dann schwer herauszufinden, das kann man nur probieren. Ne? Und die Gefahr, die ich jetzt momentan sehe, die Leute oder auch insgesamt, das ist so die Stimmung, jetzt geht es gleich wieder normal los. Ne? Ja. Auch die Wirtschaft sagt, das war ein V-Einbruch, ne? Dann im zweiten oder im Juni oder in der zweiten Hälfte geht es wieder normal weiter. Nein. Nein. Gibt es heute eh schon die ersten Analysen, die sagen, wir reden von mindestens 3 Jahren, bis sie das wieder davon vom Status quo. Aber wir wissen ja noch nicht, wie das wirklich weitergeht. Ne? Ja. Wie es einen Impfstoff gibt oder welche sonstigen Dinge noch auftauchen. Also es bleibt weiterhin sehr viel Unsicherheit, sehr viel Dynamik und das wird wahrscheinlich die nächsten Jahre aufrecht bleiben. Eben wenn das Thema Blackout noch dazu kommt, dann haben wir völlig neue Orte. Mhm. Dann ist das Wirtschaftssystem, das Finanzsystem sicher auch kaputt und dann müssen wir uns neu aufstellen, neu organisieren. Dann bauen wir eine bessere Gesellschaft auf den Trümmern der vorigen. Wir hätten die Chance, grundsätzlich langfristig betrachtet war es immer so, auch wenn es eine Delle gab, auch nicht die Weltkriege oder was, langfristig immer besser weitergegangen. Mhm. Aber jetzt sind wir halt vor der Phase, wo es einmal weniger gut gehen wird. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich einfach damit oder darauf einlässt, dass sowas jetzt ansteht. Es wäre auch sonst gekommen, es geht jetzt nur schneller. Und es war nicht, wie sagen wir, eigentlich nicht fiese, weil nicht die Entwicklung, so wie es jetzt gelaufen ist, das war, glaube ich, vielen klar, dass so nicht mehr weiterlaufen kann, genauso wie du sagst. Genau. Ja. Ja. Und das war jetzt halt nur der Trigger, um das zu beschleunigen. Ne? Und das Positive ist, es gibt schon viele Ansätze, wo man, wie man es noch gestalten könnte. Es wird nicht alles funktionieren. Das ist auch Teil, Diversität ist ganz wichtig, weil man nicht weiß, was das Wichtige ist. Aber es wird sicher nicht so weitergehen wie bisher. Also da bin ich fest überzeugt. Wenn jemand glaubt, das geht weiter wie bis Februar es gelaufen ist, er hat noch nicht wirklich realisiert, was da jetzt passiert hat. Na. Lieber Herbert, das war ein super interessantes Gespräch. Ich stelle dir jetzt noch die Frage, die ich allen meinen Gästen stelle in der LinkedIn-Show. Erzähl uns doch bitte irgendwas über dich. Du bist sehr viel in der Öffentlichkeit. Ich glaube, gestern oder vor kurzem warst du auch beim Hanno Sättele, nicht nur im österreichischen Fernsehen, auch sonst. Du bist sehr viel in den Medien. Man kennt dich in deiner Funktion. Erzähl doch bitte irgendwas über dich, dass deine Kontakte oder dass man über dich sonst nicht so weiß. Ja, das, was man nicht so weiß. Ich habe eine Familie, die vielleicht manchmal vernachlässigt wird ein bisschen. Oder ein spezielles Hobby, Geocaching. Machst du Geocaching? Ja. Ah. Ich mache Geocaching auch schon seit 15 Jahren. Wow, Geocaching-Pionier. Genau. Und das machen wir in der Familie auch. Die Kinder sind nicht mehr so begeistert, aber zumindest teilweise lassen sie sich überreden, auch mitzugehen. Ja. So ein paar Aspekte. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe es super spannend gefunden. Es ist bei Weitem nicht alles, gibt Grund zur Beruhigung, aber das ist auch nicht dein Job, Leute zu beruhigen. Und ja, ich hoffe, ich kann ein bisschen damit beitragen, auch die Message zu verbreiten, weil ich glaube, da muss man Bewusstsein schaffen, dass da auch was passieren muss. Ja. War mir so auch eine kleine Form. Vielen Dank. Ich danke dir. Im besten Sinne des Wortes bedenklich, wenn ihr das Interview nochmal in Ruhe nachschauen wollt, auf LinkedIn ist der Stream sowieso nach der Aufzeichnung gleich verfügbar.
Ich werde aber natürlich morgen auch die LinkedIn-Show auf Datenschmutz wieder archivieren. Immer zu finden, die aktuelle und alle früheren Ausgaben unter datenschmutz.net/LinkedIn-Show. Ja, das ist immer noch die LinkedIn-Show mit Richie Bettauer und wir sind bereits fast am Ende der 37. Ausgabe angelangt, aber eben nur fast, denn wie ihr wisst, bevor die LinkedIn-Show endet, kommen die Status-Updates der Woche. Right on. Und dazu kurz vorher noch, hallo Marco, danke für das Kompliment. Apropos zum Thema Background, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, der ist reserviert für besondere Highlights und wenn es ganz abgründig wird, dann gibt es auch noch die Dark Side of the Moon. Ja, Krisenvorsorge, Corona, wir werden sehen, in einigen Monaten werden wir mehr wissen, bis dahin positiv bleiben und auf das Beste hoffen. Und damit kommen wir zu den... Die Status-Updates der Woche, heute ein riesengroßes Thema. Ich glaube, wenn man im deutschsprachigen Teil von LinkedIn unterwegs ist, dann war das eigentlich heute und gestern kaum zu übersehen. Das DachTV Barcamp am 2. Mai. Susan hat hier eine Ankündigung gepostet, Hakan hat es angekündigt, fast alle Sessiongeber haben dazu gepostet. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz großartige Veranstaltung. Ich freue mich sehr drauf, ich werde dort eine Diskussionsrunde moderieren zum Thema LinkedIn Live, Erfahrungen und Best Practices. Ich bekomme immer sehr viele Anfragen zu meinem Workflow, wie die eigene Persönlichkeit, der eigene Brand ist so ein Workflow natürlich etwas, das man permanent verändert und optimiert. Ich probiere gerade auch ein paar neue Sachen aus und ja, freue mich darauf, mit Kollegen und mit euch Interessierten am Barcamp darüber zu diskutieren. Sagt mir nicht, ich hätte euch nicht frühzeitig gewarnt. Ich habe letzte Woche gesagt, wer hinkommen will, schnell Karte reservieren. Da gab es 60 Tickets, dann wurden nochmal, 150 waren es insgesamt, dann wurden nochmal 90 Tickets nach aufgelegt, die waren dann auch nach 1,5 Tagen weg. Ihr könnt euch noch registrieren, ich werde den Link posten, aber es gibt nur mehr eine Warteliste. Falls sich jetzt jemand fragt, warum begrenzt man bei einer Veranstaltung, die ohnehin nur virtuell stattfindet, die Teilnehmerzahl. Und ja, das Team hat sich das sehr, sehr gut überlegt, oder? Ich denke, das macht absolut Sinn. Hat sich das Team was gut überlegt? Ganz sicher, weil Engin Eser, der die gesamte technische Infrastruktur dafür übernommen hat, hat ein fantastisches Team-Setup gebaut. Ich habe es schon kurz gesehen. Es wird beim Barcamp 4 parallel laufende Tracks geben. Und damit diese auch interaktiv gestaltet werden können, sollen einfach nicht zu viele Teilnehmer in einer Session sein. Wenn sich das einigermaßen gleichmäßig aufteilt, dann wären das schon 30 bis 40 pro Session. Und in dieser Größe kann man noch sinnvoll Fragen stellen und diskutieren, aber es soll ja keine Livestream-Veranstaltung werden, sondern eben ein interaktives Barcamp für Video-Creators, also nichts für passive Zuseher, aber dafür ganz, ganz großartig für alle, die selber, ja, denen es im Kamerafinger juckt, im Videokamerafinger juckt sozusagen. Ich freue mich sehr drauf. 2. Mai, Wartelistenplatz sichern, vielleicht geht da ja noch was. Eine Hundenachricht auf LinkedIn, gepostet von Scott Olster, Editor bei LinkedIn. Damit wäre wohl ein für alle Mal widerlegt, dass Hunde auf LinkedIn nichts verloren haben. Oder wie siehst du das? Capri, wie siehst du das? Capri, was machen Hunde auf LinkedIn? Videos drehen, aber möglicherweise können entsprechend ausgebildete Hunde, wie ihr wisst, die haben ja einen wahnsinnig feinen Geruchssinn. Stimmt's? Ich bin im feinen Geruchssinn. Ich bin im feinen Geruchssinn. Ja, ganz eine große Nase und einen feinen Geruchssinn. Hunde können Sprengstoffe wittern, Hilfshunde können auch bei Diabetikern lange bevor jedes Messgerät anschlägt entsprechende Veränderungen im Zuckerspiegel feststellen und auch entsprechend davor warnen. Und
britische Wissenschaftler, ja, Forscher von der London School of Hygiene and Tropical Medicine, haben nun ein Projekt gestartet, in dem sie Hunden beibringen möchten, Corona-infizierte Patienten zu erschnüffeln. Das wäre natürlich eine sehr, sehr rasche und direkte Möglichkeit, ist noch in den frühen Anfangszeiten, aber daran wird eben gearbeitet und ja, Hunde, ich sage mal, Hunde können viele, viele Dinge, vielleicht in Zukunft auch Corona-Infizierte identifizieren. Bea Grubenthal postet hier über Hive, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, über die kennst, die, das Unternehmen hat sich auf CrowdWisdom, auf CrowdDevelopment spezialisiert und es gibt da auch eine entsprechende Software-Applikation, nämlich die Hive Crowd, um solche Projekte abzuwickeln. Ich habe das selber mal damit gearbeitet im Rahmen von Kundenprojekten, das ist eine ganz, ganz interessante Plattform und die ist normalerweise eben für Unternehmen gedacht und eigentlich kaum, nicht wirklich erschwinglich für Einzelpersonen oder Projektarbeiten. Und eben auch im Zuge von Corona stellt Hive nun die hauseigene Plattform kostenlos zur Verfügung. Wer da also eine Kampagne starten möchte zum Thema Corona, der kann diese Tools nutzen. Ich glaube, wenn ich richtig gelesen habe, bis Ende Juni geht die Aktion. Julian Heck weist auf zwei in Zukunft oder in Kürze verfügbare Updates hin. Wie ihr wisst, arbeitet LinkedIn ja permanent an neuen Features und Funktionen. Da gibt es wirklich sehr, sehr häufig Updates. Und die nächsten zwei Dinge, die kommen sollen, sind Umfragen. Den kennt man ja auch schon von Facebook und anderen Social-Media-Plattformen. Ich hatte mal vor einigen Monaten in der LinkedIn-Show nützliche Browser-Extensions für LinkedIn vorgestellt. Da gibt es auch eine, mit der man Umfragen machen kann, aber die laufen dann natürlich über externen Servern. Und sicherlich eine feine Sache, wenn LinkedIn solche Umfragen nativ integriert. Einerseits ein gutes Community-Engagement-Tool, und andererseits auch wirklich spannend, um Stimmungslagen abzufragen. Und was auch kommen soll, wie Julian hier schreibt, ist ein sogenannter Presentation-Mode für Hashtags. Twitter hatte oder hat den ja auch. Hier auch verlinkt in seinem Beitrag der Artikel von Social Media Today, also Polls und neuer Hashtag Presentation-Mode. Das dürften wohl zwei Features sein, die uns noch vor den vermutlich auch in näherer Zukunft verfügbaren LinkedIn Stories erreichen werden. Kollege Ilkay hat auch zum Barcamp gepostet, was mich ganz besonders freut. Wir haben 56% Frauen und 44% Herrenquote, eigentlich eine meiner persönlichen Wahrnehmung nach für LinkedIn mehr als typische Situation. Und ja, andere Veranstaltungen, die sich verzweifelt bemühen, eine 50-50-Quote zu erreichen, schaut euch was ab von uns. Das ganze Barcamp passiert freiwillig, unbezahlt, die Teilnahme ist gratis. Ja, Barcamp-Style eben. Das wird eine sau, sau geile Veranstaltung. Überhaupt keine Frage. Ich habe euch zwei Schmankerl versprochen. Eigentlich sind es ja vier. Und zwar, ich hätte im April in Graz sein sollen, um dort für die Gründungsacademy, betrieben von der Stadt Graz, einen LinkedIn Deep Dive Workshop zwei Tage lang zu halten. Das ist jetzt natürlich nicht möglich. Wir haben den Workshop nicht auf Herbst verschoben, sondern er wird nächste Woche stattfinden von Montag bis Donnerstag und zwar Montag bis Mittwoch immer vormittags und zwar jeweils von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Am Donnerstag dann von 15 bis 17 Uhr. Warum? Weil ich am Vormittag meine Vorlesung halte. Vier Teile. Am ersten Tag werden wir uns ansehen, wie die einzelnen Komponenten von LinkedIn so zusammenspielen. Wir werden uns mit Digital und Employer Branding befassen, mit Social Selling. Wir werden uns den Sales Navigator und LinkedIn Kampagnen ansehen. Also ja, ein recht tiefer Einblick. Das Ganze veranstaltet von der Gründungsacademy. Und was ist nun das Zucker dabei? Nun ja, das findet über Zoom statt. Das ist ein offener Zoom-Link. Teilnehmerzahl ist beschränkt auf 100. Mein Zoom-Konto im Wesentlichen. Und ja, wenn ihr da dabei sein wollt, schaut euch das Status-Update an. Ich poste die Links im Anschluss gleich dazu. Ihr müsst euch nicht einmal anmelden. Ihr braucht dann nur bei der Gründungsacademy auf die Ankündigung gehen und an den jeweiligen Tagen auf den Zoom-Link klicken. Ja,
First Come, First Serve und auch dazu eine kleine Einspielung. Die Gründungsacademy ist ein neues Format, das darauf abzielt, das perfekte Fundament für Gründerinnen und Gründer zu schaffen, die ihr Business aufbauen wollen. Die Academy hat bereits im Februar gestartet und nächste Woche findet schon der nächste Workshop mit Richie Bettauer statt, der euch alles zum Thema LinkedIn verrät. Beim Workshop für die Academy-Teilnehmerinnen, da erwartet euch ein kompletter LinkedIn Deep Dive über alle Bereiche der Plattform, die sowohl für Personen, Geschäftsführer, Gründer als auch für die Unternehmen selber relevant sind. Und das sind in erster Linie drei Bereiche. Das eine ist Branding, Personal Branding, Employer Branding, Brand Building. Das zweite ist der Bereich Content Marketing, Content Strategie. Und das dritte ist der Bereich Social Selling oder Vertrieb, digitaler Vertrieb, der natürlich wiederum recht stark mit dem eigenen Netzwerk zusammenhängt. Und die Teilnehmer werden sowohl die Grundlagen und auch die Details der einzelnen Bereiche kennenlernen und vor allem, und das ist das Wichtigste, wie die zusammenspielen. Ich freue mich, wenn ihr in den Workshop kommt. Ich werde mein Bestes geben, aber eines muss auch klar sein. Ich kann euch nur sagen, was ihr tun sollt. Ihr müsst danach umsetzen. Ich freue mich sehr auf nächste Woche. Wie gesagt, Montag, Dienstag, Mittwoch am Vormittag, jeweils 2 Stunden. Ihr bekommt dann auch an jedem Tag Hausaufgaben von mir und Übungssheets. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende dieser LinkedIn-Show. Noch eine mysteriöse Ankündigung. Streicht euch den 14. Mai, das ist Donnerstag, vormittags von 9.45 Uhr bis 11.15 Uhr rot und fett im Kalender an. Da lade ich euch nämlich zu einem ganz besonderen Gastvortrag ein. Mehr dazu nächste und übernächste Woche in der LinkedIn-Show. Donnerstag, 14.05. 9.45 Uhr bis 11.15 Uhr. Rot im Kalender einkringeln. Und egal wie hartnäckig ihr nachfragt, ich werde vor nächster Woche garantiert nichts verraten. Und damit fragen wir nochmal jemanden, der es wissen muss, wird das ein lässiges Barcamp? Ja, sicher. Absolut. Ja, wenn Engin das sagt, ich freue mich, wie gesagt, sehr auf den 2. Mai und am 14. Mai, ja, sehr, sehr spannender Vortrag. Nächste Woche LinkedIn Deep Dive mit der Gründungsacademy. Fahrt wird uns nicht. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche dann mit Christopher Becht, dem Marketingleiter von Würth Electronics. Wir haben uns darüber unterhalten, wie Würth Electronic digitale Medien, soziale Medien und speziell LinkedIn nutzt. Nicht vergessen, morgen ist Freitag und damit ist auch morgen Linked Friday und zwar der 42. Linked Friday. Markiert eure Lieblingskontakte in einem Status-Update, schreibt kurz dazu, was ihr an ihnen mögt, taggt das Posting mit Linked Friday und wir alle finden spannende Kontakte, denen wir folgen können. Mehr dazu unter linkedfriday.net. Das war's. Danke fürs Zusehen. Richie raus. Wir sehen uns nächsten Donnerstag bei der LinkedIn-Show Nr. 38.